Willkommen zurück, Freunde. Wir haben das Kapitel 6 jetzt erreicht. Im Hintergrund sieht man schon ein kleines Gabumon. Da werden wir wahrscheinlich ein bisschen über die Hintergrundgeschichte von Gabumon erfahren. Danach werde ich mal so ein paar Eindrücke zu dem Game mitteilen. Wird so eine kleine Art von Review. Ich habe ja schon einige Durchgänge durch. Deswegen kann ich da jetzt meine Meinung mal zum Besten geben. Weil es ja ansonsten in diesem Part immer etwas ruhiger ist. Ich werde auch nicht spoilern und für diejenigen, ich werde es wahrscheinlich auch entsprechend im Videotitel kennzeichnen, die nicht gespoilert werden wollen, müssen dann halt das Bild verstecken und einfach nur zuhören. Und dann werdet ihr wahrscheinlich auch einen Eindruck davon bekommen, was denn Digimon Survive eigentlich wirklich ist. Aber schauen wir uns erst einmal hier die kleine Geschichte von Gabumon an, den ich fälschlicherweise am Anfang immer anders genannt habe. Ja, wie auch im Anfangsintro ist er der Partner von Haru. Ich komme immer mit dem Namen des Kleinen durcheinander. Und meine Meinung war ja auch gleich am Anfang, dass das das Garurumon ist, was wir so zwischendurch immer mal wieder gesehen haben, gerade so in den letzten Teilen. Auf jeden Fall ist er um sein kleines Digimon besorgt. Wenn ich Gabumon sehe, fällt mir immer aus der ersten Generation von Digimon ein, dass es irgendeine Folge gab, wo Gabumon sein Fell mal weggelegt hat. Das schlabbert ja immer so ein bisschen auf ihm und in irgendeiner Episode hat er sich irgendwie gewaschen oder so und sein Fell dann abgelegt. Das sieht doch jetzt nach einer Entwicklung aus. Ja, definitiv eine Entwicklung. Und da haben wir Garurumon. Ja, Haru, habe ich richtig geraten. Und jetzt verlässt er ihn. Aber am Anfang der Story haben wir auch gehört, dass es wohl Menschenkinder gibt, die zwischen den Welten reisen können. Eventuell ist Haru und seine Schwester, oder sind die beiden imstande, das wirklich zu machen, oder haben das schon ein paar Mal durcherlebt, ob jetzt gewollt oder nicht. Ja. Und jetzt ist Garurumon verlassen worden, ohne dass Haru sich wirklich von ihm verabschieden konnte. Und jetzt dreht er so ein bisschen durch. Okay, eigentlich auch wieder eine sehr traurige Geschichte. Aber gut, ungefähr so, wie ich es mir gedacht habe. Aber alles klar, während die Story im Hintergrund weiterläuft, sprechen wir mal so ein bisschen über die ersten Eindrücke. Ich habe jetzt, etliche Durchgänge durch. Also fast schon im zweistelligen Bereich. Und das Schöne, Interessante an dem Game finde ich eigentlich, also ich habe auch noch nie ein Game so häufig gezockt wie das hier. Meistens, wenn einem ein Game gefällt, also Elden Ring war auch so eins, das habe ich auch 3-4 Mal, glaube ich, durchgezockt. Aber so wie hier, so häufig noch kein einziges Game. Und bei jedem Durchgang entdeckt man irgendwie immer wieder was Neues. Man trifft eine andere Entscheidung, sieht eine andere Sequenz, hat ein anderes Ending, bekommt wieder neue Entwicklungen. Das ist teilweise aber auch schon so komplex, dass man den Überblick verliert und gar nicht mehr weiß,
Wie habe ich eigentlich beim letzten Mal entschieden, dass ich jetzt dieses Ending hatte, was dann natürlich auch schwierig ist, dann zu sagen, okay, ihr müsst jetzt Folgendes machen, um diese Entwicklung zu bekommen. Das ist sehr komplex und sehr schwierig und in dieser Komplexheit habe ich auch selten ein Game kennengelernt. Auch am Anfang hatte ich ja sehr viele Probleme mit dem Aufbau dieses Games. Das ist, wie ich ja gelernt habe, so eine visuelle Novelle, heißt es, glaube ich, ist. Das ist auch das erste Mal, dass ich so eine Art von Game zocke. Also hier ist wirklich die Story im Vordergrund. Die Geschichte, wir werden ja einfach so in diese Welt reingeworfen. Am Anfang, wie gesagt, sehr viele Probleme gehabt. Ich glaube auch in den ersten Let's Plays bin ich 2-3 Mal weggenickt und hatte wirklich Schwierigkeiten, mich damit anzufreunden. Mittlerweile finde ich es aber wirklich sehr gut, weil hier wirklich Fokus auf die Story gelegt ist. Die ganzen Kämpfe sind ein kleines Element. Wenn wir an bestimmten Parts der Story sind, können wir dann natürlich sehr viele Kämpfe machen und das permanent neue Digimon für uns gewinnen und solche Dinge. Aber Story ist hier wirklich King und auch die verschiedenen Varianten der Story. Auch ein wichtiger Faktor in diesem Game ist, dass Kinder sterben. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen hart, aber das ist wirklich wichtig hier in dem Game, weil wenn bestimmte Charaktere sterben, bekommen wir auch unterschiedliche Endings angezeigt. Es gibt ein Ending, wo natürlich alle überleben. Das ist dann das wahre Ende, das echte Ende. Ist natürlich auch schön, wenn dann jeder nach Hause kommt. Es gibt aber kein Ending, wo alle sterben und zwischen diesen beiden alle überleben und alle sterben, gibt es halt sehr viele Varianten, wie man voranschreiten kann. Und das alles wirklich zu erleben, durchzuspielen, macht wirklich Spaß. Wobei es natürlich auch für den einen oder anderen sehr frustrierend sein kann, immer wieder dieselben Dialoge zu lesen, immer wieder dieselben Entscheidungen zu treffen, vielleicht minimal abgewandelt, aber im Endeffekt, wenn wir es mehrfach durchzocken, sehen wir den größten Teil immer und immer wieder und das kann natürlich auch für viele frustrierend sein, gerade wenn man mit dieser visuellen Novelle nicht wirklich viel anfangen kann. Deswegen ist es auch definitiv ein Game, was nicht für alle ist, auf das man sich einlassen muss und wo man auch sehr viel lesen muss, ausprobieren muss, auch mal mehrfach durchzocken. Und das ist, wie gesagt, nicht wirklich für alle etwas. Am Anfang habe ich auch gedacht, für mich ist das auch nichts, aber ich habe mich geirrt. Es ist wirklich für mich ist dieses Game ein Meisterwerk, wie ich es selten erlebt habe. Ich glaube, das letzte Mal war ich begeistert von einem Game in der Art und Weise, als ich Elden Ring gezockt habe. Das war auch das erste Mal, dass ich ein Souls-like Game gezockt habe. Und hier bin ich vergleichbar gehypt. Es hat aber auch sehr viel Frustpotenzial, wenn man halt ein und dasselbe Ending zum dritten, vierten Mal spielt, weil man irgendwo nicht die richtige Entscheidung getroffen hat und dadurch wieder die ein oder andere Entwicklung verpasst oder ein Ende nicht sieht. Denn, lasst mich mal eben kurz nachrechnen, ihr habt, glaube ich, Minimum 5 Endings. Könnten auch mehr sein, aber ich meine, 5 Endings sind es. Es gibt den moralischen Weg, den Inbrunstweg, den Harmonieweg, dann gibt es ein schlechtes Ende. Es gibt das gute Ende, also das wahre Ende. Und wenn ich noch eventuell was vergessen habe, könnt ihr mich natürlich gerne korrigieren. Aber das alles wirklich zu erforschen, ist sehr komplex. Die Kämpfe sind eigentlich auch recht interessant. Am Anfang verdammt einfach, weil ob ich mich jetzt für leicht entscheide oder schwer, die Gegner verhalten sich gleich, sie haben halt nur mehr HP, hauen auch mehr Damage raus, aber ansonsten gibt es da keinen großen Unterschied. Und selbst auf schwer kann man
zwei Drittel des Games wirklich wunderbar zocken. Im letzten Drittel oder letzten Viertel nimmt die Schwierigkeit dort auch schon zu. Dann muss man natürlich ein bisschen darauf achten, dass man immer von hinten angreift oder von der Seite angreift, mit dem richtigen Element angreift und solche Dinge. Aber zwei Drittel des Games kann man wirklich wunderbar auf einem hohen Schwierigkeitsgrad durchzocken. Und das letzte Drittel, selbst wenn es einem zu schwer ist, kann man ja auch auf normal, leicht oder sehr leicht runterstellen. Bei meinen jetzigen Durchgängen mache ich das auch, damit ich dann halt auch schneller durch die Kämpfe durchkomme, um dann auch mehr Dinge zu sehen, freizuschalten und sowas. Weil das Game natürlich auch bei jedem Durchgang locker 10 bis 12 Stunden Zeit einnimmt, bis man eventuell bei dem Part ist, wo man hin möchte. Und das frisst natürlich sehr viel Zeit. Wir müssen hier mal eben kurz schauen. Ich muss mal gucken. Wir haben Moral, Inbrunst, Harmonie. Ich glaube, wir gehen mal ein bisschen mehr auf Harmonie. Vielleicht können wir dann hier auch noch einen zweiten Weg freischalten fürs Ende. Das wäre eventuell nochmal interessant. Aber zurück zu den Kämpfen. Also die sind jetzt nicht wirklich schwer. Aber dieses Element taktisches Gameplay, taktische Kämpfe, ist auch eher etwas, was man selten findet. Aber in der Komplexheit gibt es natürlich andere Games, die deutlich komplexer und besser sind. Hier sind die Kämpfe eher so ein nettes Beiwerk für zwischendurch, um den Storystrang so ein bisschen aufzulockern, um den Spielern nochmal ein bisschen was anderes zu tun zu geben, als permanent zu lesen. Das kann natürlich auch viele verstören, denn so wie ich Digimon in den letzten Jahren kennengelernt habe, waren die Kämpfer eigentlich und auch die Entwicklungen, Eier züchten, schauen, was draus schlüpft und verschiedene Entwicklungen erforschen und freischalten, immer der größte Part. Auch das Hoch- und Runterentwickeln, um die Digimon zu verstärken, war ein wichtiger Part. Und hier ist das alles nicht mit drin. Es ist wirklich ein simpler taktischer Fight, den man auch zu 90% im Autofight abschließen kann. Es ist quasi so eine Mischung, nichts Halbes, nichts Ganzes. Es ist kein kampfstrategisches Spiel. Es ist aber auch keine permanente Geschichtserzählung. Es ist so ein kleines Mittelding, wobei die Story schon deutlich, deutlich überwiegt. Aber auch zu sehen, wie zum Beispiel Charaktere, es ist ja kein Geheimnis, dass ich Ryo nicht so mochte, Shuji noch mehr gehasst habe und wie ich in den Kommentaren gelesen habe, hassen die meisten Shuji. Aber später, wenn sie denn zum Beispiel auch nicht gefressen werden oder irgendwelche Dinge, dann machen die schon eine schöne Charakterentwicklung durch und wachsen einem teilweise auch ans Herz, was ich vorher nicht gedacht habe. Gerade der Umgang mit Shuji und Lopmon war schon echt verdammt hart. Und wenn man sich vernünftig anstellt, wird das auch besser. Und das alles wirklich zu erforschen, macht schon sehr viel Spaß, wenn man einen Fokus auf Story und Geschichte legt. Wenn man eher Action und Hau drauf haben möchte, wird man hier auch nicht wirklich glücklich werden. Ich musste dann nochmal eben schauen, was wir auswählen. Wunderbar, Zuneigung von Sake ist gestiegen. Aber auch das, die ganzen Dialoge sich erarbeiten, schauen, wo man Zuneigung bekommt und solche Dinge. Es macht schon Spaß. Ist eher so im Bereich Jäger-Sammler. Dadurch, dass ich mich jetzt so ein bisschen im Kreis drehe, habe ich eigentlich schon alle wichtigen Punkte angesprochen. Ist auch ein bisschen schwierig, hier ein Review zu machen und nebenbei noch mitzulesen. Aber bislang hat das, glaube ich, einigermaßen für mich funktioniert. Und von daher verlassen wir jetzt einfach mal das Review und gehen wieder ein bisschen mehr aufs Game ein. Wir haben nämlich die Wasserstraße erfolgreich überschritten, sind jetzt quasi in der Basis des Feindes oder kurz davor.
Ja, Suji ist halt nicht mehr da. Den haben wir im letzten Part verloren. Das heißt, er wird Lopmon nicht mehr demütigen, nicht mehr misshandeln, aber die Stimmung ist natürlich auch wieder etwas gedrückt. Das Schöne ist, für die verschiedenen hat funktioniert. Für die verschiedenen Endings, Moral, Harmonie und Inbrunst müssen leider Charaktere sterben. Heißt aber auch für uns, dass wir im ersten Durchgang vielleicht sogar auch eins der entsprechenden Endings uns anschauen können. Ich versuche euch das Ending zu zeigen. Wo haben wir es denn? Hier haben wir Agumon, dass wir die obere Entwicklungsreihe komplett durchhaben. Das ist auch, glaube ich, die, die am schwierigsten ist, von den meisten sowieso favorisiert wird. Und wenn alles klappt und ich hier nicht zu viel Mist baue, sollten wir das vielleicht auch hinbekommen. So, quatschen wir mal hier mit Minoru. Der hat ja ein bisschen oder arg viel Mist gebaut, indem er Falkmon gesagt hat, ja, ich habe dich eigentlich nur durch Zufall und durch Glück erraten. Da war ja Falkmon dann auch ziemlich stinkig. So, und da geht jetzt nämlich die Diskussion mit den beiden weiter. Die Stimmung zwischen den beiden ist auf jeden Fall sehr angespannt. Jetzt nennt er seinen Digimon Monster und nicht Partner oder irgendwas dergleichen. Das lässt schon tief blicken. Anstatt sich vernünftig ja, ich vertraue Agumon. Okay, das hat ihm nicht gepasst. Aber nicht so wild. Aber anstatt sich mal vernünftig, ehrlich und aufrichtig zu entschuldigen, reitet er sich hier immer weiter rein. Und jetzt vergleicht er auch noch seinen Partner mit anderen Partnern. Ne? Quasi der andere ist besser als du. Eieieiei. Aber das sind auch so die Dialoge, wo man dann auch mitfiebert und denkt, Junge, Junge, was machst du da überhaupt? Und das jetzt auch zum x-ten Mal zu lesen, ja, beziehungsweise bei den anderen Durchgängen lese ich mir das ja gar nicht mehr durch. Das habe ich mir jetzt vorgenommen mit euch zu machen. Ist natürlich auch wunderbar, weil die Dialoge sind auch liebevoll geschrieben. Die Charaktere sind liebevoll designt und meiner Ansicht nach richtet sich das hier auch eher an ein erwachseneres Publikum als an ein jugendliches. Okay, Miyoko ist immer noch so ein bisschen, nennen wir es mal zurückhaltend. Okay, hier bekommen wir wieder Karma-Punkte. Ich gehe mal wieder ein bisschen auf die Harmonie. Später für die verschiedenen Endings ist es wichtig, einen bestimmten Harmoniewert zu haben. Also ihr müsst, nein, nicht einen Harmoniewert, bestimmten Karma-Wert. Also wenn ihr zum Beispiel die Harmonie Reise machen wollt, müsst ihr nicht unbedingt alle Punkte in Harmonie reinballern. Es muss halt nur überwiegen. Genauso auch bei Moral und Inbrunst. Von daher kann man sich hier dann auch schön ausleben. Am einfachsten ist es dann natürlich entweder nur nach links, nach rechts oder nach oben zu gehen. Das ist die sicherste Variante. Aber ihr müsst dann natürlich auch schauen, dass ihr dann die Karma-Punkte so investiert, dass ihr dann auch bei Agumon seine spezielle Entwicklung durchbekommt. Da
fällt mir was ein. Erstmal sagen wir, sie ist nett und freundlich. Ja, Zuneigung gewonnen, genau. Wir schauen mal eben kurz hier hinein. Das ist... Ah, sieht aber auch nicht so gut aus. Denn wir brauchen bestimmte Zuneigungspunkte, um dann auch die verschiedenen Entwicklungen freizuschalten. Gut, Suji und Ryo sind jetzt weg. Da können wir nichts mehr machen. Die Mega-Entwicklung werden wir wahrscheinlich nicht für alle hinbekommen. Na, definitiv nicht für alle. Aber vielleicht Minoru. Da könnte die Mega-Entwicklung durchaus möglich sein in diesem Durchgang. Vielleicht Mew auch noch. Schauen wir mal, was da so geht. Ja, da habe ich vergessen, was nachzuschauen. Ja, hier können wir auf jeden Fall die Ultra-Entwicklung machen, weil wir genügend Punkte haben. Sollte ich auf jeden Fall die Augen offen halten, damit wir die nicht überspringen. So, da haben wir doch noch was. Ah, eine Karotte. So, einmal wieder zurück. Was man natürlich auch machen kann, gestern habe ich ja den Guide dazu veröffentlicht, wie ihr auf jeden Fall sicherstellen könnt, dass ihr immer Zuneigungspunkte bekommt. Vorausgesetzt, in dem entsprechenden Dialog gibt es auch die Punkte. Na, komm schon. Ist, dass wir einfach abspeichern und wenn wir keine Zuneigung bekommen, laden wir den Spielstand. Bei Exit müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr sagt, nicht speichern, ohne speichern beenden, ja. Dann kommt ihr wieder auf den Hauptscreen, könnt laden. Das nimmt ein wenig Zeit in Anspruch. Aber ihr bekommt dann auf jeden Fall immer die Zuneigung, bekommt dann auch die Punkte, um dann die Ultra- und Mega-Entwicklung durchzumachen. Und am Anfang, wenn ihr denn Ryo retten wollt, was ihr ja auf jeden Fall machen müsst, um dann auch sämtliche Entwicklungen von Kunemon und Lopmon zu bekommen. Also einen Durchgang müsst ihr den auf jeden Fall retten, um dann auch das wahre Ende freizuschalten, denn dort gibt es echt verdammt viele Mega-Entwicklungen für eure Partner. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. So könnt ihr dann am Anfang auch auf jeden Fall nochmal schauen, dass ihr die benötigten Punkte zusammenbekommt. So, da haben wir... Nee, da waren wir schon. Da oben müssen wir hin, genau. So, tiefer Wald, das ist... So, okay. Ich muss noch mal eben schauen. Also, wir können die Entwicklung für Mew durchführen, weil wir 32 Punkte haben. Jetzt werden wir die Ultra-Entwicklung bekommen. Denn dafür brauchen wir, im Vorfeld war ich immer der Meinung 35, weil ich hatte mich auch vor kurzem mit jemandem drüber unterhalten, wo ich anfangs nicht verstanden habe, worum es geht. Aber dann habe ich es gecheckt. Da war die Rede von 35, hier haben wir jetzt 32 Punkte, das heißt 30 sollten eigentlich ausreichen, um jetzt hier die Ultra-Entwicklung freischalten zu können. Die sieht übrigens auch ziemlich cool aus. Shelmon war ja jetzt nicht so der Burner. Na, komm schon, fokussier dich.
In einem Durchgang habe ich nämlich auch vergessen, diese ganzen Entwicklungen freizuschalten. Und dann waren sie nur auf Champion im zweiten Durchgang. Ist natürlich blöd. Ultra sollten sie auf jeden Fall sein, denn viele Partner haben auch mehrere Entwicklungen. Das heißt, wenn wir jetzt ein Ending erspielen, wo wir für Mew's Digimon eine zweite Mega-Entwicklung bekommen, haben wir die Möglichkeit, das Digimon direkt auf Mega im zweiten Durchgang zu ziehen. Selbst wenn wir diese normale, klassische Entwicklung, für die wir 70 Zuneigungspunkte benötigen, nicht erreichen können. Das ist dann auch der Vorteil. Aber die sieht schon, ja, ziemlich nice aus. Und den Kampf jetzt sollten wir auch ohne weiteres gewinnen. Na, da reicht die Reichweite nicht aus. Ja, ich glaube, im Angriff von hinten können wir nicht starten, aber zumindest von der Seite. Und gib ihm. Ja, schauen wir mal hier auf die Entwicklung. Ja, da haben wir es. Also der mittlere Strang ist immer die normale Mega-Entwicklung, die man durch Zuneigung bekommt. Und diese Abzweigung nach unten oder auch teilweise nach oben ist dann durch ein bestimmtes Ending, was wir dann freispielen müssen. Das hat uns nicht wirklich wehgetan, das ist gut. Na egal. Damit wird er auch umgehauen. Sehr schön. Gut, und damit haben wir jetzt diese Entwicklung dauerhaft freigespielt. Im zweiten Durchgang werden wir diese Passage nicht mehr machen müssen, weil die nur einmal gemacht werden muss. Und sollten wir es eventuell schaffen, noch die 70 Zuneigungspunkte zu bekommen, dann wäre Mew für den zweiten Durchgang komplett durch. Dann müssten wir da nicht mehr wirklich auf Zuneigung oder irgendwas achten. Und damit hat Mew auch ein stärkeres Digimon als ihr Bruder. Ja, Stufe 51, sehr nice. Da haben wir nochmal eine dicke Rune. Die dicken Runen sind ab dem zweiten Durchgang gar kein Problem mehr, weil ihr bekommt die überall hinterhergeschmissen. So, hier sollten wir dann doch für ihn die... Nee, das ist ein story-relevanter Part. Jetzt geht es hier wieder um Vertrauen. Da hat er natürlich recht. Ohne unsere Partner würden die uns hier komplett zerfetzen. Ja, da verhält sich Minoru jetzt wie ein Arsch. Das ist noch nicht ganz so schlimm wie Shuji, aber das ist so eine Shuji-Light-Haltung. Für einen richtig heißen Macker. Also ich kenne geilen Macker, aber heißen Macker habe ich noch nie gehört. Ja. Das ist die richtige Entscheidung, wird uns aber vermutlich keine Zuneigung bringen. Oh Gott, du Vollidiot. Gut, dadurch, dass sich die beiden jetzt nicht wirklich grün sind, können wir hier wahrscheinlich die Ultra-Entwicklung noch nicht bekommen. Ich schaue noch mal eben auf die Karte, ob wir
Genau, hier können wir noch mal ein bisschen was erreichen. Eieieiei, was machen die? Hat echt verdammt wenig Punkte. Die 30 sollten wir zwar noch erreichen können. Sollten wir, glaube ich, auch, weil die schon ziemlich geil aussieht. Ja. So, da ist sie doch. Ihr könnt übrigens in einem Durchgang alle Partner auf 70 Zuneigung bringen. Ich glaube sogar auf 80. Weil später haben wir eine Passage, wo wir dreimal Fragen beantworten müssen. Und wenn wir das hinbekommen, bekommen wir bis zu 15 Zuneigungspunkte. Und spätestens dann solltet ihr die Mega-Entwicklung hinbekommen. Danach, wenn ihr es bis zu dem Punkt nicht habt, wird es wirklich schwer. Aber wenn ihr spätestens dann die 70 zusammen habt, bekommt ihr die Mega-Entwicklung. Wie gesagt, ist tendenziell in einem Durchgang alles machbar, aber nicht unbedingt im ersten, weil zwei Leute sterben ja. Und das könnt ihr nicht verhindern. So, wie schaffen wir es, dass sie sich besser fühlt? Machen wir es wieder gut, ja? Ja, Labramon ist immer positiv drauf. Sehr schön, Zuneigung bekommen. Wunderbar. Also diese Punkte sind auch deutlich wichtiger, als ich es am Anfang geglaubt habe. Aber das alles im ersten Durchgang herauszufinden, ist wirklich verdammt schwer. Also wer das hinbekommen hat, Respekt. Ich habe dafür deutlich mehr gebraucht. Und selbst jetzt weiß ich noch nicht mal, wie man am Ende die Routen wirklich 100% genau freispielen kann. Ich habe da jetzt eine Vermutung, an der arbeite ich gerade. Wenn sich das Ganze bestätigt, werde ich euch das natürlich auch nochmal präsentieren und vorführen, so dass ihr dann auch die Entwicklung bekommt, die ihr unbedingt braucht. Es muss jetzt halt nur noch über 1, 2, 3 Durchgänge bestätigt werden und dann wird das kommen. Aber das hatte ich ja sowieso zum Ende des Monats angekündigt. Jetzt sind wir in der Mitte des Monats. Wir sind voll auf Kurs und dann wird gespoilert. So, hier können wir wieder Karma-Punkte sammeln. Und ich überlege gerade, aber die Harmonieroute ist eigentlich auch ziemlich nice. Und man braucht, glaube ich, Minimum 30 Punkte, um dann diese Route freizuschalten. Ja, shit, das werden wir, glaube ich, nicht hinbekommen. Weil bis zu dem Punkt, wo man die zusammen haben muss, kann man, glaube ich, nur 81 oder 85 Punkte sammeln. So um den Dreh 80. Auf 90 Punkte kommt man, glaube ich, gar nicht. Weil das wäre dann auch nice. Dann könnte man einfach alles auf 30 bringen und dann gib ihm. Okay, wer kommt da um die Ecke? Was? 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 Was?
Das Gute ist, Saki, oder ne, Floramon ist es ja, ist ja auch kurz vor 30 Zuneigung. Das heißt, dauert nicht lange, dann können wir dort wieder was freispielen. Oh Gott. Ja, genau. Direkt vor einem. Ach, nur Betamons, okay. Das ist ja kein Ding hier. So, dann nehmen wir mal unser neues Digimon. Agumon auch. Der hat am meisten Firepower. Ansonsten sind sie alle auf ungefähr demselben Level. Ah, wir können durch alle reinpacken. Falkmon war defaultmäßig drauf, nimmt uns also kein Slot weg. Das sind nur Betamons, da können wir auch ein bisschen skippen. Okay, der Schaden ist jetzt nicht so der Burner, also ich hätte schon mit einem One-Hit gerechnet. Aber okay, es gibt ja auch eine Möglichkeit, wie wir sie alle deutlich stärker machen können. Aber die Betamons sollten uns jetzt hier nicht um die Ohren fliegen, denke ich nicht. Plus, wir haben ja hier auch noch zwei Ultra-Entwicklungen, die sollten eventuell die Gegner One-Hitten. Und ansonsten, wenn die Champions einen Angriff von hinten machen, sollten sie eventuell auch One-Hitten. Ja, aber das sind jetzt auch nicht die gefährlichsten Gegner. Aber das ist gut. Ein bisschen Zeit, um kurz durchzuatmen und was zu trinken. Es ist nämlich echt verdammt heiß hier bei uns. 32 Grad im Schatten. Aber dadurch, dass mir der Content ausgeht und ich euch weiterhin mit dem Game belustigen möchte und ich es auch verdammt geil finde, bleibt ja nichts anderes übrig. No pain, no gain. Okay, doch kein One-Hit. Aber sie ist, glaube ich, auch von den Digimon. Sieht zwar mit am coolsten aus, aber von der Power her muss da ein bisschen investiert werden. Was übrigens auch bei der Mega-Entwicklung der Fall ist. Die Mega-Entwicklung gefällt mir überhaupt nicht. Jedenfalls die normale nicht. Jedes Digimon hat eigentlich Minimum eine Mega-Entwicklung, die wirklich richtig geil ausschaut. Ob es jetzt die normale ist oder die über Endings freigeschaltet wird, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber bei Mew ist es eher die freigeschaltet werden muss. Die sieht auf jeden Fall besser aus. So, hier. Ah, shit, hier können wir uns die Kiste nicht holen. Ja, da fehlt ein Feld. Shit. Haben wir eigentlich Metal Greymon schon in Aktion gesehen? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich versuche mal was. Ja, wunderbar. Ach shit, da stand wieder 0%. Ich habe es zu spät gesehen. Ja, weil der Felsen im Weg ist. Jetzt komme ich nicht an die Kiste ran, oder wie?
Ja, auch wieder zu wenig. Aber Moment. Nee, das wird, glaube ich, auch nicht reichen. Ah, shit, 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 shit. Ist, glaube ich, aber nichts essentiell Wichtiges drin. Da verbergen sich dann halt verschiedene, ja, Alltags-Items oder auch hin und wieder mal eine Attacke. Ich glaube, in meinem Hauptspielstand fehlt mir noch eine Attacke von 53 oder so oder 54. Aber bislang habe ich sie auch noch nie wirklich eingesetzt, weil, wie gesagt, dieser Kampfpart ist jetzt nicht unbedingt die größte Herausforderung. Und strategisch jetzt auch nicht so der Burner, es sei denn, wir sind dann wirklich im Endgame. Da ist es schon relevant, aber dort können wir uns auch behelfen, indem wir die Schwierigkeit einfach mal ein bisschen drunter stellen. So, da haben wir ein Level Up, sehr schön. Die anderen werden nach dem nächsten Kampf eins bekommen. いや、明らかに違ってた。もしかしてこっちの味方が相手とグルだったとか違う。断じてそんなことはない。いくらなんでも言い過ぎよ。私たちが傷つかないとでも思っているの？おいおい、俺たちは固い絆で結ばれ。 Okay, durch Minoros ganzen Bullshit hier hat er die Teamdynamik mal richtig kaputt gemacht. Vielleicht sollte er sich mal zusammenreißen, damit die anderen dann auch wieder auf Spur kommen. Aber zum Glück zieht er nicht jeden mit runter, denn es gibt auch noch Digimon, die sich davon nicht beeindrucken lassen.運命だなんだって言うなら説明しろよ。なんであいつらはあんな形で死んじまったのか説明してみろよ。ファル、何が彼らをあんな風にさせてしまったのか、彼らの運命がどうして狂ってしまったのか、俺にはなぜなのかわからない。俺見ろ、お前たちだって Selbst wenn sie es nicht sind, was bleibt einem denn übrig? Also in dieser Welt werden wir ohne unsere Partner nicht überleben. Und von daher, entweder spielen wir das Spiel mit, hoffen drauf, dass sie uns nicht abmurksen, oder wir laufen ohne Partner durch die Welt. Und dann werden wir definitiv abgemurkst. Also die Logik erschließt sich mir nicht. Ich bin nicht so. 絶対だよ。たくまは僕が守るんだから。あ、ウィニングさん、アイナミットコホンですてやすおっしゃいっ。はい、私だってそうよ。アオイのこと助けたいの。だから。わかってる。わかってるからこそ申し訳ないのよ。ラブラも。そんな、アオイ。もうやめてくれ、カイト。これじゃみんなに不安が伝わっていく。 Jetzt mal richtig Misstrauen und Zwietracht gesät. Wunderbar gemacht. Falkmo!
そこにも朽ち果てた町が見えた。敵地とばかりに警戒したのだが、元いた島とこちらで特段変わりはない様子だ。そうですか。とはいえ、ざっくりと眺めただけだ。まだ何か潜んでいる可能性はある。休憩が十分なら、新たな発見を求めてみんなで町へ移動した方がいいと思うんだが。そうですね。行ってみる価値はありそうだと思います。みんな探索しながらファルコモンを追いかけ。タクマ、まだこの様子だと。おや、ファルコモンはどうしたのかな。それがあいつ。なるほど。意見別に。あいつが勝手に。Es ist doch gelogen. Klar gab's eine Meinungsverschiedenheit. そうか。辛い目にあった。Aber das sind jetzt so die Dialoge, die ich meinte. Es ist nur ein Game. Es ist natürlich nicht real, aber wenn man sich das durchliest, manchmal fiebert man mit, manchmal regt man sich auch richtig auf. Diese ganzen Emotionen, die hier so mitspielen, deswegen ist es halt auch so geil geschrieben, weil man da wirklich komplett mitfiebern kann und sich voll und ganz auf diese Story drauf einlassen kann. Wunderbar. そういえば、教授は敵のことを獣神って呼ん。ああ、間違いない。まさに彼らこそが獣神だ。神といっても広く信仰を集める存在ではない。性質で言えば、つくも神に近いとも言えるだろうな。思いを受け止めて力を返すところは、どこか神らしい流れを持っているとは思うが。小難しい話はやめてくれって。もっとなら聞きたいことはないか。 War das eben eine Andeutung auf die Götterwesen? 何かあれば質問してくれ。その方が君の望む答えを返しやすい。質問と、じゃあなんで襲ってくるのと襲ってこないのがいるんだ。Was ist denn das für eine Frage? Wieso sind einige Menschen asozial und andere nicht? Das ist eine Frage, die 不安定な心の持ち主ならば禍々しく。Das haben wir bei Shuji gesehen. 君たちのそばにいる獣神たちの進化はそれぞれの心の現れなのだろう。心の。Das ist dann auch die Erklärung zum Beispiel bei Agumon mit Serum.Mit der Serumentwicklung, der Virusentwicklung und ja, das andere Element fällt mir jetzt gerade nicht ein. Hat aber nur Agumon. Die anderen haben ja, ja eine straighte Entwicklungslinie. So, was ist ein reiner Geist? Kedakai Kokoro tte donna mono nan desu ka? Nuzukashii koto o kiku. Korebakari wa nan tomo ienai.Ja, super. ただ他者を思いやり正しくあろうとする人間の心は気高い。Ja, das klingt nach einer guten Ausrede, wollte ich schon sagen. Antwort? 私はそう思っているよ。根拠の乏しいただの経験則だがね。タクマは僕にたくさん優しくしてくれてるぞ。そうかな。Ja, wenigstens heitert er die ganze Truppe immer auf, der kleine Agumon. Eine Stimmungskanone wenigstens.
獣神の使い方を誤れば、その戸川は自分自身に跳ね返ることになる。彼らが守りたいと思う人間、すなわちパートナーの心の在り方が、獣神に結びついた人間、その全員の行く末を決めるのだ。なあ、なんで俺たちは獣神と結びついたんだ？すまない。その質問に関しては確かな答えを。Genauso gut kannst du auch fragen, wieso haben Menschen zu einigen eine engere Bindung als zu anderen? Es ist halt so. Anziehungskraft, Sympathie. Ah, wahrscheinlich. Na, sehr philosophisch heute alles. よかった。ほこらにみんなが集まったの。うん、ミュウちゃんのせいじゃないよ。そうよ。不安定な心が獣を変える。じゃあ俺がファルコも。Ah, so langsam wird wieder ein bisschen klarer im Kopf. 大丈夫。なあ、ファルコモンを探しに行きたい。So, so langsam werden sie wieder normal in der Birne, das ist gut. Das stimmt. あいつだから俺さ、もし俺が不安な気持ちでいたせいであいつを悪い方向に進化させたら、それはダメ。そっか、きっとまだ間に合うよ。ファルコモンと仲直りしよう。ファルコモン、きっと喜ぶぞ。僕も手伝う。うちもみんなでファルコモンを探そう。ありがとう。みんな。Wenn ich ein bisschen Japanisch in diesem Game gelernt habe, dann arigato. 待っててくれよ。Gut, kannte ich auch schon vorher. Gut, dann hol dir Falcomon wieder, vertrag dich mit ihm, damit wir die Ultra-Entwicklung bekommen. Die ist nämlich wichtig, sonst bekommen wir hier ein paar Probleme, weil irgendwann reicht Champion halt nicht mehr aus. Denn früher oder später kommen auch Mega-Digimon um die Ecke. Gut, wir haben ja ein paar Mega-Digimon. Okay, nee, das ist ein ganz normaler Part. Ich habe ein bisschen gehofft, dass wir hier eine neue Entwicklung bekommen, aber dafür reicht die Zuneigung natürlich nicht aus. Das ist eigentlich eine gute Antwort, aber nicht die richtige. Okay, das ist ja noch mal einigermaßen gut ausgegangen.
Gut, den Kampf ziehen wir nochmal eben schnell durch. Falcomon können wir nicht nehmen, der ist ja abgehauen. Aber dann nehmen wir die beiden, Labramon und Dragmon. Na komm, haut mal einen raus, volle Kraft. Das wird dann der letzte Part für heute werden. Sollte eigentlich auch nicht so das Problem sein. Normalerweise, ich muss mal schauen, ob das so ein Part ist. Ja. Nee, doch nicht. Die können wir nicht überzeugen. Ah, nee. So, jetzt. Ja, ansonsten, ah, stimmt, bei diesen Schattenbegegnungen, nenne ich sie einfach mal, wenn das eine Begegnung ist, wo wir dann auch die Digimon überreden können, ins Team zu kommen, haben wir dann die Möglichkeit zu kämpfen oder abzuhauen. Die hatten wir eben nicht gehabt. Das ist der Unterschied. Ja, wenig Damage. Aber zum Glück hauen die nicht ganz so doll rein. Ja, das war wunderbar. Bekommen wir noch ein paar Level-Ups? Ja, wunderbar. Na, schade. Für Mews Partner nicht. Aber okay. Gut, dann können wir in der nächsten Folge, nachdem das hier vorbei ist, jetzt ist der Part oder sollte der Part auf jeden Fall erledigt sein. Okay, hier geht es storymäßig weiter, aber wir versuchen gleich nochmal ein paar Punkte zu sammeln, damit wir noch ja, die ein oder andere Entwicklung freischalten können. Machen wir aber beim nächsten Mal.